Geht auch noch nach außen auf, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Yay! Unser Haus sieht anders aus. Da liegt ein Bild. Ein Rollstuhl. Ein Rollstuhl ist nicht so ein Wippstuhl. Oh, es ruckelt gerade. Hier ist nix. Just out of reach. Müssen wir durchs Fenster klettern? Wahrscheinlich schon. Ah, hier ist auch schon wieder alles nass, aber ich will nicht zum Fenster. Aber wir kommen noch. Oh Gott. Ich hab mich trotzdem erschrocken, Mann. Ah. Eigentlich nur wegen dem Geräusch. Warum spiele ich das nochmal? Ich weiß es selbst nicht. Ah. Will die Tür weiter aufmachen. Jetzt habe ich sie zugemacht, toll. Oh, eine Pflanze. Ich glaube, das ist die erste Pflanze, die hier in dem Haus überhaupt war, oder? Oh, Licht. Steht hier going in circles? Ist hier im Kreis drin? Warum hängt man sich so seltsame Bilder auf? Na. Okay. Will wieder was zum Vorlesen haben. Hier liegt da was, was man. Das könnte man auch vorlesen. Oh, man kann ja auch wieder Schränke aufmachen. Wanderer. Merkt euch das Datum. Wünschen Sie sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni. In der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Okay. Namen sind aber durchgestrichen. Vielleicht von unserer Hochzeit. Noch mehr Farben. Ach du Scheiße. Warte mal, 14. Juni könnte es vielleicht sein, war? War der Juni? Um 2 Uhr. Ah ne, 9. Juni. 9. Juni. 0. Ah ne, sind ja nur 3 Zahlen. Okay, dann wissen wir das noch nicht. Oh ja, macht das Licht an. Sehr schön. Oh Gott. 548. Hey. Oh Gott. 548. The past holds back. Sieh genauer hin. Ich möchte nicht genauer hingucken. Hätte sie mal nein gesagt. Aber es ist ein sehr schöner Ring. Erinnert mich so ein bisschen an so Vampire Diaries. Die haben auch alle so einen blauen Ring getragen. Nicht näher angucken. Ja, bisher sind die Geister hilfreich. Noch. Ich habe mich heute schon genug erschrocken, so ich will gar nicht genauer hingucken. Oh. Never forget, die Tür war da vorher noch nicht da. War das, wenn ich eigentlich wieder zurückgehe? Geht nicht, natürlich nicht. Kommt da wieder was rausgefallen? Ah, ist nix. Vergiss es niemals. Vielleicht seine Hochzeit? Yay! Das gefällt mir nicht. Ich gehe einfach seitwärts. Da ist eigentlich auch nur Farbe dran. Hat er überall seine Farbe rangeschmiert? Der Säufer.
So Hirschmenge auch kein Fan, wenn die irgendwo hängen. Das können wir drehen. Schön. Wo geht mein nächster Urlaub hin? Ich glaube, mehr kann ich mit dem glaube ich gar nicht machen. Schön. Oh, Domino. Oh, das kenne ich auch noch von früher. Oh, Domino Day. Boah, Domino Day war mega geil. Schade, dass die jetzt nicht mehr im Fernsehen haben. Warum hängt da sich eine Puppe hin? Mann. Oh, scheiße, jetzt bin ich glaube ich wieder im Keller. Gott, ey. Hier liegt ein Zettel. Yay, was vorlesen. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal. Als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Okay, Musikerin und Fetzen von Liebe. Und Maler haben Kind. Gut, verwundert mich das nicht, dass das Kind so ein schlechtes Zeugnis hat. Beziehungsweise so gute Noten in Kunst und Musik. Gott, dieser Bild. Brech doch bestimmt gleich wieder hier irgendwo durch. Oh, es ist so abartig dunkel. Ah, ja, Licht. Warum? Warum? Spiel. Wenn das so weitergeht, kann ich ja echt nicht lange spielen, ne? Was ist da für ein Schalter an der Wand? Naja, gab halt keine Wahl. Okay. Noch eine Geheimtür. In den Keller. Yay. Gott. Warum liegt da eine Puppe auf dem Hirschgeweih? Ich glaube, liegt da auch eine Puppe in dem Feuer? Bin mir nicht sicher. Hallo. It's you again. Ach, ich fall hier doch bestimmt wieder irgendwo rein, oder? Ich möchte das nicht mehr spielen. Da ist die Tür. Die Tür geht wieder zu. Das ist auch nicht gerade beruhigend. Oh Gott, ich trinke erstmal kurz einen Schluck. Ich will mir die Bilder gar nicht so genau angucken. Sind die alle irgendwie ein bisschen verzerrt? Mann! Warum? Paint deep lies. Warum kann ich das anfassen? Da ist ein Taschentuch drauf. Schön, hat er auch noch seine Frau gezeichnet. Schön. Schönes Bild. Gott, ey. Warum spiele ich das? Warum kann ich nicht irgendwas Lustiges spielen?
Sind es Ratten, die ich schon wieder höre? Oder ist das Feuer? Naja, Ratten. Kreischende Brandstifter, widerhallende Schreie. Sie schrecken vor nichts zurück. Ich werde nicht kampflos untergehen. Okay. Hallo, Ratte. Ist sie gerade ins Feuer gerannt? Lol. Das ist echt Brandstifter. Oh, noch eine Ratte. Die rannte auch ins Feuer. Viel Spaß. Würde ich jetzt auch lieber. Oh, hier hängt ein Seil. Oder da hing mal ein Seil wahrscheinlich. Gott, diese Ratten. Ganz viele Bücher. Oh, ich muss bestimmt zum Feuer gehen. Ja. Hey, komm grad nicht zurück, ne? Rückwärts? Oh, ich will mich nicht umdrehen. Ich kann aber gerade auch nicht rückwärts laufen. Kack. Ja, schnell um. Ja. Ja, hat er gewartet. Ey. Warum spiele ich dieses Spiel? Warum hatte ich es in meiner Steam-Bibliothek überhaupt? Warum tue ich mir das an? Ich gehe jetzt zur Tür. Okay. Hier sind wieder Schränke, die ich aufmachen kann. Ganz vielen Büchern drin. Cool. Noch mehr Bücher. Schön. Yay, jetzt heult auch noch unsere Frau. Boah, ich Bock. Lady. Scheiße, ist abgeschlossen. Kann ihr leider nicht helfen. Hallo. It's about time for us to talk. Don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Okay. Ich komme zurück, Lady, wenn ich den Schlüssel gefunden habe. Aber ich möchte eigentlich auch gar nicht zurück. Um ehrlich zu sein. Okay, gehen wir rechts oder links? Eigentlich möchte ich dieses Spiel nicht mehr spielen. Ja, aber wieder dasselbe Bild. Was haben wir denn hier? Dieses Kind. Geh mal rechts. Cool. Ich geh mal rückwärts. Solange man auch rückwärts gehen kann, kann ja nicht so viel Schlimmes passieren. Okay, die Tür geht auf. Aha. Warum ist denn das schon wieder der Keller oder Vorratsraum? Die werden auch bestimmt gleich alle umfallen. Es ist zu ruhig hier drin. Oh, gleich wird irgendwas passieren. Los, Speed, run zur Tür. Warte, Lucky noch was? Nee. Steht da, first step is the hardest. Der erste Schritt, oder die ersten Schritte sind am schwersten. Warum ist hier bei Wasser? Das ist so eklig. Okay, wir werden bestimmt gleich wieder einstürzen. Nee? Hätte jetzt gut gepasst. Wir sind wieder in der Küche. Tür, bleib da mal offen. Tür! Bleib offen. Müssen wir jetzt irgendwas abwiegen?
Kann auf jeden Fall wieder alles. Was war das? Da ist ein Apfel aus dem Bild gefallen, glaube ich. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, fällt da was raus, glaube ich. Ih! Hör auf! Aber ich glaube, generell jedes Mal, wenn ich irgendwas mache. Ne, jetzt nicht. Aber das noch auf. Alles auf. Diesmal fällt nichts raus, okay. Ey, noch mehr. Oh. Zeug. Gehackte Mäuse, grobe, knusprige Kadaver lassen mich aushungern. Konstante Übelkeit. Lecker. Also können wir trotzdem noch was finden, wenn wir hier alles aufmachen. Dieses Bild ist mir ungeheuer. So, geht hier irgendwas noch auf? Nee. Ahem. Excuse me. Ja. Ja, ich glaube, wir haben erstmal genug zu essen. Und ein leerer Korb. Schön. Ah, es ist viel zu dunkel, also müssen wir wahrscheinlich wieder durch die Tür. Die ist verschlossen. Geil. Ist hier ein Schlüssel? Wir müssen doch zu dieser Tür hier, ja. Okay, die Tür geht zwar auf, aber es ist so krass dunkel. Ich sehe halt nix. Oh. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Hm, schön. Haut als Leinwand. Nice. Wer klopft da? Ah, die Tür geht jetzt wieder auf. Yay. Oh Gott, ich glaube, das ist die Frau, ne? Ah ne, das ist irgendein anderer Raum hier. Oh, Kacke. Hallo? Ah, hey, wir sind wieder zurück in unserer Zeichenwelt hier. Unser Zeichenraum. Hier sind keine Bilder drin. Oh. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und... Achso, das hatten wir doch schon mal. Oder? Heute habe ich entgegen allen Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ja, das haben wir doch schon gelesen. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht bei mich wachen. Jedoch, der Text ist, glaube ich, ein bisschen anders. Als würde eine... man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals... Doch, das hatten wir doch schon. Schwierigen Charakter? Ja, doch. Lol. Aber zweimal den gleichen Text gefunden. Das war den Entwicklern wohl wichtig, dass man das findet. Hallo? Gucken, ob wir da noch was finden. Hm. Wie viel kann ich da blättern? Ne, ich gucke extra nicht hin. Ich kann sehr viel blättern anscheinend. Ah, okay, jetzt ist zu Ende. Also schon wieder irgendwelche Mäuse an der Wand gezeichnet.
Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? Ah, wahrscheinlich, weil du an irgendeiner Haut drauf malst, ey. Hass. Selbst jetzt verloren. Du verdienst es, beende es. Ist immer noch verschlossen. Gucken wir erstmal noch zu den Mäusen. Ah, stimmt, die Bilder hat man ja gefunden, deswegen hängen die hier wahrscheinlich auch. Die Tür ist auch immer noch offen. Shapeless Dreams. Oh, wir können was malen. Das könnte man beim ersten Mal, glaube ich, noch nicht. Oh, Flamingos, die ein bisschen merkwürdig aussehen, aber hey. Cool, Flamingos.